Yo, was ist das, Leute? Willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Channel. Heute gibt es wieder ein neues Easter Egg, wo die Community von Battlefield entdeckt hat. Und zwar funktioniert die mit einer bestehenden Nahkampfwaffe in Battlefield 1. Und zwar heißt die Nahkampfwaffe Dud Club, ist eine Nahkampfwaffe mit einer Granatenstiel oben auf der Spitze. Und zwar, wenn man damit einen Kill macht, und zwar einen Headshot, dann explodiert diese Nahkampfwaffe und du springst dich mit dir und mit dem Gegner in die Luft und kannst somit auch Multikills reißen. Die glaubst du gar nicht, dass die so funktionieren können. Das Video stammt vom YouTuber SexbeardDCN und man sieht hier eindeutig, er läuft mit der Nahkampfwaffe rum, versucht auf den Gegner drauf zu clashen und wenn er dann den Kopf berührt, explodiert die obere Spitze von der Nahkampfwaffe und beide fliegen in die Luft. Zusätzlich macht er mehrere Multikills, wenn sogar Leute außen rum stehen. Und ich finde das schon eine ganz coole Sache von DICE, dass sowas sogar schon länger im Spiel ist und man hat es erst jetzt herausgefunden. Bin echt gespannt, wie viele Easter Eggs gibt es noch, die versteckt sind in Battlefield 1, die wir noch nicht herausgefunden haben. Wir müssen auf jeden Fall gespannt sein. Ansonsten kommen wir zum nächsten Thema und zwar die Open Beta für Battlefield 5. Viele Leute fragen sich ja, wann öffnet endlich die Open Beta für Battlefield 5, wann können endlich die Leute spielen, die nicht die Closed Alpha spielen konnten und vor allem auf den Konsolen, weil die Closed Alpha gab es ja nur auf dem PC. Offizielles Statement von EA und DICE gibt es bislang noch nicht, wann die Open Beta anfangen sollte, aber so wie wir es kennen, wird es wahrscheinlich so sein, dass es erst nach der Gamescom passieren wird. Das bedeutet, Gamescom ist erst an der ersten Stelle, fängt wahrscheinlich so ab dem 16. und 18. August an und dann wahrscheinlich Ende August, Anfang September wird dann die Open Beta für Battlefield 5 auf Konsolen und auf dem PC starten. Ich sehe immer mehr Fragen in der Community von Battlefield und auf YouTube, kann man sich irgendwie registrieren für die Open Beta? Nein, man kann sich nicht registrieren für die Open Beta, man kann sich einfach einloggen, wenn das halt erscheinen tut an dem bestimmten Datum. Man kann sich dann herunterladen in den bestimmten Stores und kann das Spiel dann spielen. Das Einzige, was ihr machen könnt, ist das Spiel vorbestellen. Müsst ihr natürlich nicht machen, aber wenn ihr es macht, kriegt ihr 3 Tage Vorabzug zur Open Beta. Das bedeutet, für alle Leute, die die Open Beta spielen wollen, früher, können dann für 5 Euro das Spiel vorbestellen, kriegen es dann da 3 Tage früher. Und die alle anderen, die es nicht vorbestellt haben, können es dann wahrscheinlich nach den 3 Tagen Vorabzug dann auch spielen. Das bedeutet, ihr müsst das nicht unbedingt vorbestellen. Aber wenn ihr es vorbestellt, habt ihr auf jeden Fall Goodies, wie zum Beispiel 5 neue Waffen, die ich gerade angesprochen habe, zusätzlich 3 Tage früher zur Open Beta und zusätzlich beim Start von Battlefield 5 bestimmte neue Aufträge, die ihr nur bekommt, wenn ihr Vorbesteller seid und zusätzlich einen Skin für einen Fallschirmjäger, glaube ich, so war es, so wie es ja jetzt im Hintergrund eingeblendet sieht. Ansonsten bleibt einfach nur zu sagen, es ist nicht mehr lange bis zur Open Beta, es ist nicht mehr so lange, bis wir selber Hand anlegen können an Battlefield 5 und ich hoffe natürlich, dass die auch auf jeden Fall eine neue Map zeigen. Wir haben jetzt die Schneemap gesehen, haben uns jetzt ungefähr einen Eindruck gemacht, wie es ungefähr aussehen könnte, wenn es auf jeden Fall in Schnee spielt. Wir wissen auf jeden Fall, dass es noch eine andere Map gibt und zwar sieht man das in dem Trailer jetzt im Hintergrund. Aber ob das die Map sein wird in der Open Beta ist abzuwarten, das wissen wir noch nicht. Aber ich hoffe es natürlich, wenn wir uns ein bisschen zurückerinnern, in Battlefield 1 gab es die Map St. Quentin Sky in der Close Alpha und zusätzlich in der Open Beta dann, soweit ich weiß, Wüste Sinai und das war auf jeden Fall eine Abwechslung drin, was mir sehr gut gefallen hat und das würde ich auf jeden Fall sehr gut begrüßen in Battlefield 5. Ansonsten war es das mit dem Video. Über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen, über ein neues Abo ebenfalls. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, über mehr Informationen, Videos zu DocTags, Informationen, Videos zu Battlefield und auch natürlich zu Verlosungen nicht zu verpassen. Ansonsten, ich bin euer ChristyGamerP, ich freue mich auf euch, bis zum nächsten Mal. Tschüss.